Ladies and Gentlemen, auf geht's, ab geht's, rein geht's. In D, das 2, die dritte und entscheidende Karte zwischen Navi und Team Vitality. Starten wird das Team von Navi auf der Terrorseite und die Jungs von Vitality auf der City-Seite. Ich hoffe, ihr seid noch alle da, ich hoffe, ihr seid noch alle hyped und wir legen los und werden jetzt ermitteln, wer später im Anschluss gegen das Team von Astralis antreten darf, muss und wird. Wie gesagt, nach Beendigung dieses Matches wird es eine Stunde lang Pause geben und dann sehen wir das Grand Final. Dann sehen wir das Team oder die Teams, die um 600.000 US-Dollar spielen. Aber wer das hier gewinnt, der hat zumindest schon mal 200.000 US-Dollar sicher. Der Verlierer 80.000 US-Dollar und ist raus. Also auf geht's, ab geht's, rein geht's in das Spiel Vitality gegen Navi auf der dritten Karte. Ja, und das 2 natürlich eine Map mit Historie, sage ich mal. Gerade für die Franzosen eine sau starke Karte. Aber auch Navi konnte dort immer wieder zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Außer gegen Big. Das war die erste Karte, das erste Spiel, wo Big gewinnen konnte gegen das Team von Navi. Und hier die erste Runde für Vitality. Schon mal ready und Apex, der kann es kaum glauben. Also was ein Ding, was hier auf jeden Fall schon wieder rausgeprügelt wird. Sondern es gibt auch kein Szenario, es wurde auch nochmal nachgefragt bei den Verantwortlichen, es wird keine Pause unter einer Stunde geben. Wichtig vor allen Dingen jetzt auch wieder, Nivera spielt erneut für Misuta. Also, ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt, wer sich hier in dieser Partie jetzt durchsetzen wird. So, und ich möchte auch mal Danke sagen, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank für ein komplettes Feedback und für die geilen Zahlen auf Twitter und auf Instagram. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Wirklich danke, danke, danke. Der absolute Oberhammer. So, Freunde. Auf geht's, Team Vitality. Mit der Pistol. Auf jeden Fall schon mal gut besetzt. Simple, Electronic, Perfecto und Boomage sowie Flamey. Mit viermal Pistol und eine Scout. Und wir wissen es, wenn Simple an der Scout ist, das kann eine richtige Hausnummer werden. Insgesamt auch nochmal hier hervorzuheben, gerade befinden sich auf dem Server Platz 2 und 3 der Welt. Team Vitality zweitplatziert, Team Navi drittplatziert und der Erste, die Nummer 1 auf diesem Globus, Astralis, wartet im Grand Final. Also gleich gibt es noch ein ganzes Best of 3 für euch. Und zwar Astralis gegen entweder Navi oder Team Vitality. Und Nivera, ein nimmt er mit gegen Flamey. Perfecto auch in der Lage, nochmal dagegen zu halten. Und es sieht hier ganz gut aus für das Team von Navi, vielleicht diese Runde klar zu machen. Shox mit dem Weiter, aber Shox ist immer noch da. Schön mit Epidai gespielt. Trotzdem immer noch eine ausgeglichene Position. Aber Shox spielt hier vorzüglich. Macht es gut. Macht die Runde und erzielt damit den zweiten Zähler für Vitality. Es war eine sehr teure und eine sehr knappe Runde, aber am Ende für die Franzosen gut geschrieben. So, weiß man eigentlich, ob Kerrigan bei Maus bleibt oder wie Chris ersetzt wird? Chris J. wird ersetzt durch Arcor. Was mit Kerrigan ist, bisher für mich zumindest gab es noch keine Information. So, wann findet das nächste Community-Turnier statt? Was meinst du? Meinst du jetzt den Friday Night Bash? Was macht ihr während der Pause? Ich werde wahrscheinlich eine Kleinigkeit essen und werde ein paar Weekend League Matches spielen. Aber auch gerade in dieser Pause ein Spiel verloren leider. Aber ja, nebenher muss was sein. So, Apex sagt von der Seite, Flamey mitgenommen. Simple nimmt RPK raus. Also wieder ausgeglichen, wieder Headshot gegen Shox, 10, 11 HP nur noch bei ihm. So, Venom sagt, ehrlich, du hast abgenommen. Du bist eine Wurst, ey. Ja, so ein paar Kilos, so ganz kleine 80 Kilo sind runter. Ja, wenn ich so eine längere Pause habe, also wenn ich weiß, dass zwischen den Matches eine längere Pause ist, dann
bietet sich natürlich an, nebenher noch ein bisschen was zu daddeln hier. Und halt natürlich was essen, Vorbereitung, dies, das. So, Nivera steht hier nah an der Distanz, nimmt Electronic zumindest nochmal raus. Shox mit einem weiteren, obwohl er nur noch 11 HP hat. Saibu wird damit natürlich gut in Szene gesetzt und das ist der dritte Zähler für Vitality. Also, um es natürlich auch nochmal hervorzuheben, wir haben am gestrigen Tage bereits schon Vitality gegen Astralis gesehen. Da konnte sich Astralis in einem 2:1 durchsetzen gegen die Franzosen. Und vielleicht heute nochmal das Rematch. Ich persönlich fände es natürlich attraktiver und spannender, wenn wir ein Astralis gegen Navi hätten, damit wir natürlich so viele verschiedene Begegnungen wie möglich in den letzten 2 Tagen gesehen hätten. Aber was auch immer. So, gucken wir mal, wo es hingeht. So, was denn bei dir Arbeitszeit? Das ist dann weiterhin Arbeitszeit, selbstverständlich, weil ich ja nebenher trotzdem euch auch die Interviews etc. pp. Einblende und das wäre natürlich absurd, wenn die Pausen zwischen Matches keine Arbeitszeit wären. Da würde ich mich aber auch gegen wehren. Ist aber und steht auch gar nicht zur Debatte. So, Flamey, schöner Shot gegen RPK. Apex, ja moin. Hält er erstmal den Kurzbereich instant gut, aber dann ist Simpel wieder da. Und Simpel, der wächst gerade so ein bisschen über sich hinaus. Also was der jetzt hier schon alleine in diesen paar Runden wieder für eine Leistung mit der Scout gezeigt hat, das kann nur durch einen in Schatten gestellt werden, und zwar durch Saibu. Aber auch Shox zeigt erneut auf das 2, das man mit ihm zu rechnen hat. Und das ist auch das Krasse an Vitality. Jeder von denen kann halt wirklich mal in so einem Match explodieren und komplett durchdrehen. Wen findest du besser, Misuta oder Nivera? Kann ich ganz ehrlich überhaupt nicht sagen. Finde, beide haben ihre Stärken. Beide zeigen sehr, sehr gute Leistungen. Für mich wirklich gleich auf. Also mal gucken. Simple ist besser als Saibu. Naja, darüber lässt sich streiten. Individuell. Statistisch gesehen auf jeden Fall ein Ticken noch vorne, aber für mich trotzdem Saibu der bessere und konstantere Spieler. Und HLTV hat Saibu auf den ersten Platz der Weltrangliste gekürt. Und darauf berufe ich mich gerne in so einem Augenblick. So, RPK gegen Electronic. Da wird nochmal ein bisschen durchgedreht. RPK, und ich hab's gerade noch gesagt. Jeder von den Spielern kann sich in Szene setzen, kann explodieren, kann auf einmal den Bizeps anspannen und zeigen, wo es hingeht. Also mal gucken. Simpel hält es hier dicht und die Werder wird rausgenommen. Erster Zähler, erste Runde für das Team von Navi. Und Matus Winzere. Boah, Junge, RPK, was hat der da wieder ausgepackt, die kleine Maschine, Junge. Ein absolutes Tier. So, kam Saibu eigentlich aus dem Nichts oder wusste man schon lange von ihm, bevor er zu Vitality kam? Der hat sich tatsächlich in der FPL, also in der Faceit Pro League, hat er sich einen Namen gemacht, indem er, glaube ich, 2 Seasons hintereinander der beste Spieler in der FPL war. Also hat er übelst gegrindet, übelst ausgerastet. Ist dann ja beim Faceit Major eingeladen worden, um ein Showmatch auf der Bühne zu machen. Und dann kurz danach wurde er auch, glaube ich, gesigned. Also man wusste einfach um seine Spielstärke, wusste halt nur nicht, cheatet der Mann oder ist der wirklich krass. Und er ist wirklich krass. Ist natürlich überzogen, mit dem cheatet er. Er ist halt einfach mit viel Fleiß, viel Skill, viel Talent auf ein hohes Niveau gekommen und hat sich dann auch im Team Counter-Strike perfekt verkauft. Da hatten ja viele Sorge, dass er nur so ein FPL-Master ist, halt einfach für Packs. Aber das Teamspiel nicht beherrscht, aber die Vera. Sehr, sehr schön. Jetzt heißt es Perfecto gegen Saibu und Shox. So, wirf ein schwieriges Wort für mich ein. Ich benutze den Stream, um Deutsch zu lernen. Boah, was gibt es für schwierige Wörter? Also, ich finde, Deutsch an sich ist schwer, aber einzelne Wörter. Oh, Perfecto. Einen nimmt er nochmal mit und Shox im einen HP. Muss jetzt hier gegen Perfecto ran. 35 HP. Die Flammen spreaden nicht genug und dann nimmt er ihn raus. Also schön gespielt hier.
Navi mit der zweiten Runde und das spielt Perfecto wieder mal perfekt in dem Klatsch. So, gab es nicht dieses Eichhörnchen? Ja gut, Eichhörnchen. Ihr könnt mal ein paar... Schreibt mal die schwersten Worte in den Chat für den guten Demokrat Didi. Unentschieden? Findest du das sehr schwer? Rindfleisch-Etikettierungsüberwachungsaufgabenüberragungsgesetz. Schifffahrtskapitänskajüte. Ah ja, Streichholzschächtelchen. Das ist schwer, glaube ich, für nicht muttersprachliche Deutsche. Streichholzschächtelchen. Kanalisationsdeckel, Zylinderkopfdichtung. Simbalabimsadebumbadibabim. Das ist kein deutsches Wort. So, Simple Bubic auch hier in Runde Nummer 7 wieder erfolgreich. Kriegen die ersten Frags rausgenommen. Für Venom ist Tisch ein schweres Wort. Jetzt habe ich es aber richtig ausgesprochen. Und Bubic macht's hier. Mit kurzem Prozess 3-4. Man kommt dran. Fußball-Weltmeisterschaftstorschützenkönig. Ist auch nicht leicht, das stimmt. Kreuzfahrtschiffsgesellschaftskapitän. So, und Desoxyribonukleinsäure. Naja, das ist natürlich auch noch was anderes. Toilettenrandtüten, Tieftaucher. Fleischerei-Fachverkäufer-Agentur. Naja. Akklimatisierung, ja, das ist. Eierschalen, Sollbruch, Stellenverursacher. Ja, ein paar sind schon dabei. Aber grundsätzlich auch sehr unrealistische Worte, die man nicht im Alltag benutzt. Bubic, der ist nicht unrealistisch unterwegs, der haut nämlich hier mal ordentlich die Frags raus. Die Runde innerhalb von kürzester Zeit im Keim erstickt, einfach zerbrochen. Vierter Zähler für Navi schon safe. Und RPK jetzt auch noch bekannt. Flavy will ihn noch bestrafen dafür, dass er da ein bisschen zu aktiv unterwegs ist und rechnet damit, dass da natürlich Saibu auch nochmal ein Wörtchen mit zu reden hat. Damit die beiden Spieler auch raus. 4-4. So, die Imponderabilien des täglichen Lebens. Was ist denn Imponderabilien? Das sagt mir sogar gar nichts. Imponderabilien. In etwas drinne? Ich weiß es nicht. Muss ich gleich mal googeln. Kann mir jemand die Definition von Imponderabilien in den Chat bitte schreiben? So, FDNY Stuntman, vielen herzlichen Dank für 20 Monate. Das ist schon ordentliche Liebe, fast schon 2 Jahre hier bei 91 Damage Sub. Wahnsinn. Imponderabilis, die unvorhersehbaren Dinge. Imponderabilien, lateinisch unwägbar, sind unwägbare Gegebenheiten, also zum Beispiel Befindlichkeiten, Gefühls... Okay, Ausdruck wird nur mit Plural verwendet, seltener. Okay, alles klar, kenne ich gar nicht. Kann ich wirklich nicht. So, Schaschlik und Simply Money. Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Und damit ist der Hype-Train auch schon wieder ausgelöst worden. Also rein geht's in die Figur, Ladies and Gentlemen. 4-4. Und jetzt kommt die 9. Runde. Shox nimmt aber Perfecto auf jeden Fall schon mal komplett hops. Erstmal Volley aus dem Fenster geschmettert. Und mal gucken, ob man diese Runde hier vielleicht sogar knapper gestalten kann. Als es den Jungs von Navi lieb ist. So, Neon Anime Mythical. She is money, your skin, your style. So, haben wir das auch wieder erledigt. So, RPK von der Seite. Flamey passt auf. Saibu mit dem nächsten. Hat aber schön mit der USP natürlich gegen Flamey gepunktet. Aber Simple hält es da wirklich locker flockig. Macht es da relativ leicht. Immer noch 3 gegen 3, immer noch gefährlich. Dämon hat Deagle, P250 und noch eine AK-47, wobei die AK-47 für mich eher in eine andere Richtung getragen werden sollte. Ich glaube, auf Runde geht man da nicht wirklich, vor allem, weil Apex auch noch relativ lange braucht. Die Fuse-Kits hat man auch keine am Start. Aber Shox wird natürlich versuchen, so viel Schaden wie möglich anrichten zu können. Und mal gucken, ob man da vielleicht auch noch den ein oder anderen Schuss raus locken kann. Sehr laut weggesteppt.
Und Schocks bleibt trotzdem noch auf naher Distanz, wird aber von Bumic bestraft. Bumic aber nur noch mit 2 HP, der muss jetzt super schnell sich aus der Affäre ziehen. Ehrlich gesagt würde ich sogar seine Waffe einfach wegwerfen. Das wird er nicht schaffen. Boah, Junge, ist das knapp. War das knapp. So, vielen Dank an den guten Stuntman, nur wegen dem tollen Cast von Lieblingscast der Venom. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. So, castet er auch Finale? Yes, I will. Bin im Auto, sorry. Ne, nicht beim Autofahren, Mann. Nicht gucken, nicht schreiben. Bitte immer die Augen auf die Straße. So, bei dem kriegst du Sonntagszuschlag. Nein, es gibt Ausgleichstage für Wochenendarbeit. So, Rome 25, vielen Dank für den Prime Sub. Und nach vorne geht es, Bumic. Taucht hier ab, wird jetzt eventuell gegen Saibu sogar einen guten Winkel klar machen können. Und der Hype Train in Stufe 1 wurde auch schon mal klar gemacht. Herzlichen Dank dafür. Und Saibu, oh, Fischies, aber was für ein Sidestep da auch. Bumic einfach schön in Tango getanzt zusammen mit Monsieur Herbeau. So, und RPK mit dem nächsten Duell auf lang. Das ist zu leicht, da wird Flamey wirklich als Kanonenfutter einfach nach vorne geschickt. Und Jamil, vielen Dank, 1-2-3 für den Prime Sub. Ist schon wieder Hype Train, ja, der Scam Train. Lasst euch da nicht baiten, wenn ihr kein Geld dafür habt, lasst es bleiben. Ich halte ja nicht viel vom Hype Train. Trotzdem natürlich danke für jeden Support und jeder, der dadurch vielleicht in die Versuchung kommt, hier mit einzusteigen. Aber ich finde, ich habe ihn bei mir auf dem Privatkanal auch ausgeschaltet. Schocks. Ah, Distanz. Einen. Aber dann wird der Reflex von Bumic sofort executed. Und Nivera mit seinen 14 AP. Da reicht ein Schuss. Ein Schuss. Bumic schön. Nimmt die mit. 3 gegen 3 Situation. Und jetzt heißt es hier für RPK, Apex und Saibu den am schwersten zu retakenden Spot in Counter-Strike zu erschließen. Und Simple hält den Winkel gut. 10 Sekunden hinter der Double Box natürlich, damit er nicht mehr angreifbar ist. Und dann 2 gegen 2. Das wird nicht leicht. Simple sehr passiv. Wie kann er sich denn da bewegen? Und auf einmal ist die Runde vom Tisch. Hä? Ach, Simple ist schon früh gestorben. Hab ich nicht mitbekommen. Wichtige Runde. Damit 5-5. Und Team Vitality bricht damit auch so ein bisschen die Situation, dass Navi 5 Runden in Folge geholt hat. Also, was ein Ding. Piper Remion, danke für den Prime Sub und Simple Money! Gewinne, 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 gewinne! 5 Subs in die Mitte geprügelt. Und da heißen wir willkommen Dark Arctic, Me Malo, The Root 2, iJoiner und Hard Styler, Waka Maka Pong, We Radio, Wicke. So, 5-5. Wie gesagt, Navi hatte gerade 5 Runden in Folge geholt, deswegen stand auch das Logo in Flammen. Aber konnte man hier abwehren. So, natürlich wurde auch eben wieder erfragt, ob wir eine Schalte machen können. Eine Schalte ins ZDF-Studio. Auch heute der E-Sport wieder mit großen Preisgeldern zugegen. Natus Vincere. Russisch-ukrainisches Aufgebot. Mit starker Leistung, aber auch die Franzosen nicht von schlechten Eltern. Und eventuell könnte hier auch der E-Sport mit Counter-Strike erneut Leistungen darbieten, die uns erfreuen. Also, starkes Ding. Noch Jogi Löw schaut erneut zu. Während der Franzose Matteo herbaut, Saibu hier am Start ist. So, reicht jetzt auch, Freunde. Vielen, vielen Dank an Snow, an Crispkind OG und Verto22. Hammer, Freunde. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Retake an. RPK, Saibu, früh vorhanden. Und Simple, ersten nimmt er mit. Zweiter reicht nicht, aber Bumic, der russische Mitbürger, heute in Kritik gestanden, aber trotzdem hier gepunktet. Stark gespielt. Und kann natürlich hier Boombla nochmal seine Weste reinwaschen. Nur echt mit falsch ausgesprochenen Namen. Natürlich, muss ja auch sein. Also wenn, da muss es sein.
Nein, es reicht noch nicht. Doch, es reicht. Das kann man sich nicht, kann man nicht lange durchhalten. Nee, Big Geld, geil, ey. Vielen, vielen Dank, ihr lieben Freunde. Vielen Dank. Wie gesagt, den großen Support habt ihr eben ja schon ausgepackt auf Twitter und Instagram. Da kamen irgendwie fast 20 Follower auf Insi und ich glaube 10 auf Twitter rein. Das ist für uns als Caster immer am allermeisten wert, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und simpel gegen Apex hier auch schon mal wieder den ersten offensiven Akzent, den man versucht hat. Sofort negiert. So, und Level 4 Hype Train, Alter. Der Scam Train hat zugeschlagen. Man muss es einfach mal sagen, wie es ist, ne? Da hat sich Twitch was Gutes einfallen lassen. Schön die Angelrute ausgepackt und die Subs aus eurer Tasche gezogen. Und Marcel, der steigt auf, 21.10. und macht den Level 4er Train hier komplett. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und jetzt der Execute auf dem B-Spot und da schreibt gerade Bobble Swagger. Alter, du hast dich gerade wieder Moderator von Fußball, Bilaretti, angehört. Ja, das ist ja ein Ding. Das war der Sinn dahinter. Ladies and Gentlemen, natürlich den Sinn immer wieder. Auch den ZDF-Kommentator zu imitieren. Aber Flamey, hier Aktion sondergleichen. Das russisch-ukrainische Aufgebot aber geradezu konstant. Und spielt eine grandiose Halbzeit hier auf Staub 2. So, Kit GRSK, auch danke nochmal an dich. Und Level 5 steht kurz davor. Jetzt haben wir aber wirklich 30%. Also jetzt müssen wir es auch zu Ende machen. Center 91, Freunde. Mensch, Mensch, Mensch. Was für eine geile Show. Und da sind wir noch nicht beim Grand Final, Ladies and Gentlemen. Und der Fremdenführer, er macht die 100%. Wir haben Hype Train Level 5 mit Gewinne, 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 Gewinne. 7:5 der Spielstand, RPK mit dem ersten Frag und Team Vitality. Die müssen jetzt hier natürlich Navi irgendwie stoppen. Die müssen es irgendwie stoppen und auch Phil Ecke ist noch hinterhergegangen. Danke, Freunde. Super Kekskrieger, herzlichen Dank. Und damit Step by Step nach vorne, Nivera gegen Electronic. Und jetzt muss natürlich hier gepunktet werden. Immer noch Überzahlsituation für das französische Aufgebot für Team Vitality. Und Navi möchte den B-Execute starten. Dort hat aber Nivera die AWP übernommen. Simpel nimmt die mit. Perfekt. Da wird mal ordentlich schlüpfrig reingeaimt. Und der nächste für Perfekto. Wie geht das, Menschen? Dann ist diese Runde wirklich nochmal gekippt. Und Navi ist hier gerade auf dem besten Wege, sich gegen Vitality D das 2 zu sichern. 8:5 Halbzeitführung. Und auch noch Habu, Soul Ties. Und wer ist da noch? Hauen hier die Subs raus. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. So, der Fokus liegt gerade beim Hype Train als beim Game. Ja, ein bisschen vielleicht, ne? Wir sehen jetzt gerade. Man muss auch sagen, ich ignoriere den ja eigentlich immer komplett. Aber wenn er dann mal auf Level 5 geht, dann sagt man natürlich nicht nein. Und 190%, das ist schon geil. Und es passt doch auch gerade in die Stimmung. Genau, der Scam Train. Habe ich vergessen. So, Freunde. Also, nach dieser Partie, eine Stunde wird es Pause geben, damit sich natürlich Vitality oder Navi nochmal ausruhen kann, bevor es ins Grand Final gegen Astralis rangeht. Das heißt, wir werden hier frühestens um 21.30 Uhr starten. Ich gehe mal von 22 Uhr, 22.15 Uhr aus, bevor es hier wirklich weitergeht. Dankeschön auch nochmal an Esther Liches für den Sub. Und Simpel! Was ein Strahl da durchs Tor. Ui, herrlich. So, ist RPK eigentlich schon so alt oder färbt er sich die Haare? Die färbt er sich. Aber er ist auch schon über 30 Jahre alt, von daher für E-Sport-Verhältnisse geht er da auch wirklich Richtung Opa. Boah, ey Junge, Simpel, beruhig dich jetzt mal. Also jetzt geht's aber hier mal komplett wild. So. Schönes Ding, auch da Shocks nochmal beendet. Mighty Sekun haut auch nochmal den 5. Monat in die Mitte. Vielen, vielen Dank, Freunde. Oh, was eine schöne Party.
So, blicken wir mal kurz drauf, bevor ich die falschen Infos gebe. Aber ich meine, RPK wäre 30 oder 31 Jahre alt. Und er ist 31 Jahre alt. Ja, 31 Jahre alt. Und Verangelos, auch liebe Grüße an dich, mein Lieber. Auf geht's. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. 9:5 der Spielstand und Flamey möchte gerne den 10. Zähler hier klar machen. Navi kurz vor den Double Digits. 34 AP nur noch bei Flamey. Und RPK kann das Duell auf lang für sich entscheiden. Und FTT Matrox auch an dich nochmal. Dankeschön. Willkommen hier in der Familie. Die 99ers Werksen. Dank euch. Und jetzt eine 4 gegen 4 Situation. Level 5 Hype Train Emote erhalten. Das posten wir doch einfach mal. Boom, Alter. Einfach mal so ein schöner. Chu-chu. Wie cool. 27 Subs, 600 Bits. Die Bits habe ich ganz vergessen. An jeden Einzelnen, der die Bits rausgehauen hat, natürlich auch vielen, vielen Dank. Sorry, dass ich die nicht vorgelesen habe. So, Step by Step. So, bekommst du eigentlich das Geld von den Subs oder gehst an 99? Ich profitiere natürlich indirekt davon, aber nein, mein Gehalt wird natürlich damit refinanziert. So, Schock, zack, perfekto. Kriegt nochmal was vor den Kopf und es sieht hier gut aus für Navi. Die nehmen hier Vitality gerade Hops und Volley, Freunde. Also da wird wirklich gerade richtig, richtig stark gespielt. Geiles Ding, on fire das Team von Navi. Ich bin auch on fire. Wenn es euch gefällt, jetzt haben wir eine Pause von 2 bis 3 Minuten. Und wenn ihr die nutzen wollt, gerne Ausrufezeichen Caster in den Chat, auf Twitter und auf Instagram. Da wäre ein Daumen nach oben. Chock, Gesell, bis gleich. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück, Counter-Strike par excellence und
Vitality gegen Navi. Und wir müssen das mal Revue passieren lassen, Freunde. Wir müssen das mal Revue passieren lassen. Es war auf Nuke der Fall, dass Vitality 15 zu 9 geführt hat und am Ende der Nuke nicht gewinnen konnte. 15 zu 9, Freunde, hat das Team von Vitality geführt und hat danach Overpass gewinnen können. Hätten sie da nur eine einzige Runde klar gemacht, wären wir jetzt schon in der ersten Map vom Grand Final. Dann wären wir jetzt schon in der ersten Map des Grand Finals. Aber so wird sich der Tag heute ein wenig strecken. Shox mit dem ersten Frag gegen Flamey. Und zumindest hier in dieser Pistol zeigt Vitality auch nochmal, dass sie mithalten können. Simple. Boah, schönes Brett von ihm. Aber 4 gegen 4, das zu retaken auf DE, das 2, B-Spot, immer extrem schwierig. Und Nivera wahrgenommen. Perfekto, mit einem wichtigen Frag. Und jetzt Nivera, der war natürlich ultimativ wichtig. Wenn er sich jetzt nochmal zeigt, stehen da natürlich zwei Spieler, die gegenhalten wollen. Und das wird gut ausgespielt von Vitality. 6. Zähler für die Franzosen. Und die Terrorseite, die muss jetzt funktionieren. Und auch für solche Profis ist natürlich so ein Spiel und auch so ein Preisgeld nochmal eine ganz andere Hausnummer. Denn wie angesprochen, es ist, was wollte ich jetzt gerade gesagt haben? Ach genau, es sind halt hier wirklich 200.000 US-Dollar, die man sicher hat, wenn man dieses Spiel hier gewinnt. Und man kann theoretisch 600.000 US-Dollar daraus machen. Also, gibt noch einiges hier. So, bei Vitality übrigens komplett 50-50. Genau auf den Prozentpunkt. 50% ihrer Runden holen sie auf der Terror-Seite, 50% auf der City-Seite. Bei Navi ist es 50,65 zu 49,35. Also auch da ziemlich genau 51 zu 49. Das letzte Mal hat Navi übrigens verloren gegen Vitality auf das 2. Das in einer Overtime. In einem 19 zu 17. Dort konnte Navi übrigens auch mit 8 zu 7 in die Halbzeit gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Unglaublich ausgeglichen hier diese Partie. Und auch in dieser Runde hat man nur einen einzelnen Spieler verloren bei Vitality. Und dann die Runde für sich erspielt. Also, was ein Counter-Strike-Evening. Wie gesagt, gleich gibt es auch noch ein weiteres Spiel. Navi oder Vitality gegen Astralis. Das heißt, hier sind wir noch lange, lange nicht fertig. So, Quaker Panze, vielen Dank für den Prime Sub. Willkommen, willkommen. Und bei Navi diesmal nur Pistols. Das heißt, auch diese Runde sieht eigentlich ziemlich gut aus für das Team von Vitality. So, hat Misuta überhaupt ein Match gespielt? Ja, eben. Das zweite Overpass war Misuta auf dem Server. Und Saibu in dieser Runde Nummer 18 mit dem ersten Frag gegen den großen Kontrahenten. Gegen Simple. So. Gerne haut ein paar Fragen in den Chat. Gerne ein paar Gesprächsthemen. Wir haben gleich noch ein ganzes Best of Three vor uns. Eine Stunde Pause dazwischen. Meine Stimme muss auch ein bisschen geschonter werden. Und so können wir das Ganze hier mit Inhalt füllen. Wie geht's dir? Ganz gut. Vielen herzlichen Dank. Genesungswünsche könnt ihr übrigens an den guten Masterplay raushauen. Der wäre ja normalerweise an meiner Seite dieses Wochenende gewesen. Den hat es leider erwischt. Aber trotzdem freut er sich natürlich über das ein oder andere freundliche Wort. So. Realistisch, dass Tuscan kommt? Für mich nicht. Da, dass es ein Remake gibt, dass der gemacht wird, ja. Klar, der ist ja gerade im Gange. Dass die ins offizielle Spielgeschehen von Counter-Strike findet,
Sehr unrealistisch. So, isst du gerne Melone? Ja, schmeckt eigentlich ganz gut, ja. Ich bin nicht so der Obstesser in meiner Freizeit. Aber ja, wenn irgendwo im Sommer vor allen Dingen irgendwo eine kalte Melone aufgeschnitten liegt, da greife ich auch gerne zu. Und meistens macht sie Appetit auf mehr. So, schöner Track von Flavie noch. Stocks nimmt ihn raus. Wie verbessert man seine Game Sense? Einfach spielen, 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 spielen. Und ab einem gewissen Punkt, wo man merkt, man kommt selber nicht mehr voran, weiterhin spielen, aber nebenher auch noch Streams gucken, Demos gucken und einzelne Positionen genau betrachten. Nicht das versuchen, das ganze Spiel zu verstehen, sondern wirklich zu gucken, wie spielen einzelne Positionen, wie werden die ausgespielt und dann das Ganze wie so ein Puzzle zusammen machen. Und ein wichtiger Part, wenn man es mal geschafft hat zu einem gewissen Ding, mal eine Zeit lang den Ansager zu übernehmen, die Ansagerrolle übernehmen, dann merkt man, wie schwer und wie detailliert und ausgiebig das Spiel eigentlich ist. So, auf einer Skala von 1 bis 10, welche ist deine Lieblingsfarbe im Alphabet? Eieiei. Ich glaube, meine Lieblingsfarbe sollte Mayonnaise sein. Corona? Nein, hat kein Corona. Hat Astralis gleich eine Map Vorsprung? Nein, hat keine Map Vorsprung. So, diese Runde hier, sehr ausgeglichen. Flamie hält auch nochmal gegen. Flamie, den hätte er auch nochmal gerne mitgenommen, aber Nivera im 1 gegen 3. Bombe kann er, oh, hätte er sogar planten können, macht er aber nicht. Aber geht nochmal auf Gesicht. Ja moin, wie er da Electronic deinstalliert. Jetzt Bombe geplantet, 1 gegen 2, simple. Auf M4, Boomich mit AWP, verdrehte Welten. Warum? Weil Boomich halt wenig HP hat. Versucht jetzt hier nochmal Offwin dagegen zu aimen, wird aber einfach von der Seite, Junge, wie frech da einfach Navi rumzieht. Komplett trocken, ins Gesicht gespuckt und damit 11. Zähler für Natus Winzere. So, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du an Let's Dance teilnehmen, du könntest auf gar keinen Fall, Alter. Wobei, es wäre schon interessant, ne? Vielleicht. Ich weiß es nicht, ich denke eher nicht. Ich mag RTL nicht so. Aber schon, es wäre schon interessant, ich kann nämlich gar nicht tanzen, also ich glaube, es wäre schon ganz interessant. Welcher Punkt hat dich am meisten zum Abnehmen motiviert? Na, ich habe einfach keinen Bock mehr dick zu sein. Aber am Anfang waren es die Blutwerte, die waren sehr schlecht bei mir. Tipp gegen schwitzige Hände beim Zocken? Leider nicht. Einfach ein Handtuch auf die Beine legen und immer wieder abwischen. Ich habe zum Glück keine schwitzigen Hände, nie. Isst du mehr vegetarisch, seit du Diät machst? Nee. Meine Frage wurde ignoriert. Nee. Das ist dieses Counter-Strike, ja. Wie spricht man Natus Winzere eigentlich richtig aus? Ja, Natus Winzere, würde ich sagen. Oder Vincere. Gibt bestimmt auch Leute, die sagen, dass ich Latein und heiße Natus Vincere. Höchstwahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Ja, da kommt nämlich El Pisenk um die Ecke. Natus Vincere, siehst du? Vincere, ja. Das ist natürlich Natus Vincere. Ist Portugies-Team. Ist ein Natus Vincere. Oh, estoy muy bien, esta headshot. So, schön mal wieder deine Stimme zu hören. Wie geht's Freundin und Hund? Freundin und Hund geht super. Vielen Dank. Schön dich zu lesen. Wished. So, Freunde, rein geht's, Electronic. Mit dem ersten Track gegen Shox, RPK und Nivera sind noch da. Perfekte und Simple machen aber auch ihren Job. Und Nivera und Savu im 2 gegen 3. So, Simple. Oh, schönes Aiming. Und Savu muss jetzt hier alleine nochmal gegen diese gesamte Power ran. Keine Chance. 12 zu 8. Es ist super, super stark. Und damit eine wichtige Runde hier geholt. Für Boomich gibt es übrigens einen Befehl bei uns. Ich glaube, Ausrufezeichen Bla, glaube ich. Also BL4 oder so. Bin mir nicht mehr sicher, wie der Befehl war. Haben sich deine Blutwerte, Blutdruck positiv verändert? Oh ja, sehr, sehr gut verändert. Ich muss sogar auf... Ich brauche sogar gar keine... noch ein einziges Medikament. Blutwerte sind perfekt. War sehr, sehr gut. Boom, Ausrufezeichen Boom war's, okay. Epizenk, hilf uns, wie hieß der Befehl?
So, perfekto. Der hält hier die Mitte auch schon wieder. Perfekto! Oh Mann! Drei Leute mitgenommen, Apex von der Seite und jetzt ist auf einmal der B-Spieler hier natürlich unter Druck. Saibum nimmt das mit, der kann sowas natürlich ausnutzen. 9 AP nur noch bei ihm. Und der Retake ist machbar, ohne weiteres. Aber auch Team Vitality kann das hier definitiv noch abwehren. So, Smoke nochmal vor die Füße, die Bereiche nochmal dicht gemacht und dann geht es nach vorne. Oh, Apex, sehr gut eigentlich auf dem Spieler gewesen, kann aber den Frag nicht machen. Jetzt ist Saibu immer noch in einer sehr, sehr unangenehmen Position. Und wie lange der da überlebt, ne? Wie lange dieses Chamäleon da ist, trotzdem 13. Zähler. Und damit ganz, ganz wichtig. So, wenn die Pros lahm sind wie in Katowice, hören sie dann nicht die Kommentatoren und wissen somit, wo die Gegner sind. Dafür sind zwei Headsets da. Eins zum Abschirmen, einmal In-Ears für die Ohren. Man hört dann wirklich nur noch sehr, sehr wenig von dem Publikum, weil das sind natürlich 10.000 Leute, die schreien. Aber du hörst nicht die genauen Worte vom Kommentator. Nein. Und da ist dann auch die Frage von 44 W Westside beantwortet. So. Wichtigste Frage, was hältst du von warmer Milch mit Honig? Sehr lecker und gut für die Stimmbänder, aber benutze ich relativ wenig. Wie viele Sprachen kannst du? Deutsch kann ich halb, der Rest schwierig. Nein, Englisch, Deutsch und Spanisch habe ich 4 Jahre gelernt, war ich aber, sagen wir mal, es war meine wilde Zeit in der Abiturzeit, deswegen habe ich davon nichts mehr im Kopf, außer die Endungen. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajéis, trabajan, glaube ich, ist es, wenn ich mich nicht täusche. Nächste Runde. Und mittlerweile gehen wir die Themen aus. Una cerveza, por favor. Ja. Hablo español un poco. So, simpel. Richtung Lang, da werden 3 Leute auf ihn warten. Und der kriegt den ersten nicht mal raus. Das könnte hier die Runde zum Einbrechen bringen. Wenn Boomisch jetzt nicht den A-Spot hält, aber auch er schafft es nicht, den Frag zu machen. Sofort safen gehen, einfach Rückwärtsgang. Und dann nächste Runde nochmal versuchen. 9. Zelle für Vitality. Ganz, ganz wichtige Runde. Dass man hier noch den Anschluss nicht verliert. Also, bin sehr gespannt. So, warum spielen die nicht schon so früh? War das Finale nicht auf 20.30 Uhr angesetzt? Das ist nicht das Finale, das ist tatsächlich noch das Consolation Final. Nach diesem Spiel gibt es 1 Stunde Pause und dann startet erst das Grand Final. Warum kommt keine Nationalhymne am Anfang? Weil zum Beispiel Navi ein ukrainisch-russisches Team ist, da müsstest du diese beiden abspielen. Wenn wir dann auf Face gehen, wo es zum Beispiel 5 Nationen gibt, gibt es keine Hymne. Schon mal EMS-Training ausprobiert, kenne ich nicht, nein. Was kommt zuerst, Skin für Taser oder Nate? Wenn für Taser, kann ich dir sogar begründen, weil du Granaten, wenn sie fliegen, erkennen kannst in der Luft. Und dann würde es bedeuten, um zu wissen, fliegt da jetzt gerade eine Flashbang auf mich zu, müsstest du jeden einzelnen Skin kennen. Und das wird niemals passieren. Niemals. Also, ich glaube nicht, dass es für Granaten jemals Skins geben wird. Würde ich auch als nicht angebracht bezeichnen. So, Freunde, Electronic gegen Shox nimmt den ersten wieder raus und auch Nivera schon wieder auf dem Gewissen. Oh, 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 da läuft hier gerade nichts so rund bei Vitality, wie man sich das gewünscht hat. Und auf einmal ist es hier eine 2 gegen 5 Situation. So, Apex, der wird nochmal belohnt mit einem Gratis-Track gegen Flamey. Und damit ist der letzte Überlebende auf dem B-Spot perfekto. Ganz alleine. Electronic kann sich hier nicht einfach so trauen, aus der Mitte herauszugehen. Und Saibu nimmt hier diesen nächsten mit. Auf einmal das Ganze wieder in eine 2 gegen 3 Situation umgemünzt. Und man hat die Möglichkeit, diese Runde wirklich nochmal möglich zu machen.
So, wer ist schon safe im Finale? Astralis. Und jetzt der Retake wieder von Navi koordiniert. Zweimal Diffuse Kit Electronic, der einzige ohne. Granatentechnik noch eine Molotow. Und Electronic holt hier den wichtigen ersten Frag. Apex verrät seine Position und veraimt. Und da, oh, jetzt brauche ich eine Apex Cam. Die brauche ich einfach für mein Wohlbefinden. Oh, da ist sie. Und ich krieg einfach die Apex Cam einfach so rein. LOL, Dankeschön, Produktion. Und damit das 14 zu 9. Hast du eine Ernährungsberatung in Anspruch genommen? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte mal eine vor 7 Jahren, als ich Diabetes bekommen habe. Was ist dein Kalorienbedarf zurzeit? 1920. Viel zu wenig, Alter. Ich bin auch streh am Stock, ey. Aber bald habe ich es geschafft. Dann habe ich meine 95 Kilo. Da bin ich glücklich. Jetzt geht's aber erstmal in die 24. Runde. Und UGTV24, vielen, vielen Dank für den Sub. Willkommen, willkommen. Wie groß bist du? 1,92. So, simpel auf dem Spot. Und langsam ist das Spiel doch schon sehr, sehr in die Länge gezogen. Man muss sich das vorstellen, um 16.30 Uhr haben wir gestartet, vor 4 Stunden für dieses Best of 3. Und dann kommt gleich erstmal noch das Grand Final nach einer Stunde Pause. Um Gottes Willen hat man da veraimt. Aber Flamey macht einen guten Job. Perfecto viel, viel liegen gelassen. Shocks trotzdem 35 HP, Nivera auf 39. Also auch dieser Retake wieder machbar. Keine Damage-Granaten. Und gefühlt haben sie jetzt wirklich hier schon 26 Runden in dem B-Spot geretaked und immer wieder gewonnen. Also mal gucken, ob man auch diesen Retake wieder bewerkstelligen wird und kann. Das Problem ist, verliert man diese Runde, ist das Geld natürlich eng bemessen. Schöne Flashbang Electronic mit dem nächsten letzter Überlebender. Auch der wird rausgenommen. Erneut der Retake, erneut die Runde. 15 zu 9 für Navi und Vitality. Die waren mit 15 zu 9 auf DE Nuke in Führung. Eine einzige Runde hätte gereicht, dann wären sie jetzt schon Sieger. Dann wäre es gar nicht auf die dritte Karte gegangen. Und hier wird es gerade schwer. Oh Mann, 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 Mann. So, in 1,5 Jahren habe ich 80 Kilo abgenommen. Davon aber die meisten wirklich in den letzten, sag ich mal, 12 Monaten. Viel Sport. Viel Ernährung. Ich habe allein im August 48 Stunden Sport gemacht. 29.000 Kalorien verbrannt. So, ein Apex. Ersten gegen Electronic. Der hat jetzt auch locker 20 Kalorien mit dem Schwinger hier gerade auf lang gemacht. Jetzt Flamey von der Seite, um Gottes Willen, simpel, hält zumindest diese Mitte nochmal. Jetzt weiß man natürlich, der B-Spot wieder leichter zu erschließen. Bumic zieht nochmal nach, hat das nächste Duell, weiß von beiden Spielern, taucht jetzt einfach erstmal ab. Zeit rausholen, schöne HE-Granate, super stark von Bumic gespielt. Oh, das hat er eigentlich so schön gemacht. Jetzt wissen sie natürlich, dass die Rotation schon stattgefunden hat. Und dann könnte Vitality auch wieder umlenken auf den A-Spot. Und Sabu, zack, simpel, nimmt ihn raus. Perfekt, und letzter Überlebender. Die Runde sollte vom Tisch sein, kann ich mir nicht vorstellen, wie der jetzt noch ein 1 gegen 4 hier machen möchte. Und die Knochenriegel 7, die schlägt natürlich wieder zu. So, hätten die jetzt die beiden Spieler verloren, Bombe gedroppt, das wäre richtig dramatisch gewesen. So, was war der Grund, Motivation extrem abzunehmen? Ja, insgesamt, ich wollte nie fett sein, ich habe das jeden Tag gehasst. Aber ich habe es nicht geschafft, die Sucht war zu groß. Und ja, irgendwie war die Motivation da. So. Sind in ihr Kopfhörer nicht viel schlechter in der Ortung als große, ich glaube, man kann sich daran gewöhnen. Die sind mittlerweile auch sehr gut geworden. Also da ist alles möglich. So, Bumic, ersten Frag gegen Shocks auf lang. Wow, Bumic!
da ist noch einer. Da ist noch einer, hat er nicht auf dem Schirm. Und Electronic nimmt da Bumic erstmal raus. Trotzdem immer noch eine Überzahlsituation für das Team von Navi. Stark gemacht. Und der B-Spot ist wieder eingenommen. Der Spot gerade von Perfecto verlassen worden. Und da hat Apex sich jetzt verraten. Apex, er struggelt. Er struggelt hier in diesen letzten Runden. Libera im 1 gegen 3 wird angegangen. Es ist Navi. Es ist Navi. Es ist Navi! Herzlichen Glückwunsch, Ladies and Gentlemen, für Natos Winzere. Für den